deutlich über dem Kindsicherungsniveau ist. Ansonsten ist es uns sehr wichtig, dass wir die Renten stabilisieren, das Rentenniveau, aber gleichzeitig die Beitragszahler auch mit überbelasten und deshalb eine doppelte Haltelinie eingezogen haben. Bei 22% Rentenniveau, bei 48%. Uns ist es auch wichtig, dass wir das Renteneintrittsalter nicht erhöhen. Und was mir besonders auch wichtig ist, weil ich ja immer mit Bürgerfällen konfrontiert werde, wir müssen die selbstständigen Pflichtversicherten in die Rentenversicherung mit einbeziehen, weil da haben wir ganz, ganz viele, die überhaupt keine verpflichtende Altersvorsorge haben. Aber ich sage auch in aller Deutlichkeit, gute Renten gibt es nur, wenn es gute Löhne gibt, meine Damen und Herren. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass die Tarifbindung eine bessere wird, dass wir sachgrundlose Befristungen beenden, dass wir aus der Teilzeit in die Vollzeit kommen, dass die vielen Kinder, die geboren werden, dann auch erwerbstätig sind, und zwar in guten sozialversicherungspflichtigen, erwerbstätigen Arbeitsverhältnissen. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Und mein Ziel ist es, und das meiner Partei, dass wir von der gesetzlichen Rente gut leben können. Und die betriebliche Vorsorge, die ist sehr wichtig, aber die kann wirklich nur das Zucker oben drauf sein.